Hallo und herzlich willkommen beim Crispy Rider. Ja, wie man unschwer erkennen kann, bin ich tatsächlich seit langem mal wieder auf meiner Bandit unterwegs. Ich habe die GSXR gerade mal in der Garage gelassen und habe mir gedacht, komm, fährst mal eine Runde mit dem Bandit. Ich habe für dieses Video tatsächlich kein besonderes Thema. Also das wird einfach so ein normaler Fahrvlog, gucken, was so passiert während der Fahrt. Eine kleine Sache möchte ich aber doch noch ansprechen, und zwar der Kommentar hier, ich bringe den einmal wieder ein, hat sich gewünscht, dass ich einmal auf das Anfahrverhalten eingehe beim Motorrad, also die Relation zu Gas und Kupplung. Und darauf werden wir dann im Laufe des Videos gleich mal eingehen. Aber jetzt erstmal nicht, ich denke mal, mache ich dann nachher auf der Rückfahrt, wenn ich dann wieder von meinem Ziel zurückfahre. Oh, guck mal, Putzilei. Oh, das vermisse ich an der Gixxer, dass die so knallt. Ja, was ich auch noch ansprechen wollte, und zwar im August kommt jetzt eine richtig geile Videoreihe mit Two Wheels to People zusammen. Da könnt ihr auf jeden Fall schon mal ziemlich gespannt sein. Denn ich sag noch nicht genau, was da kommt, aber da kommen ein paar zusammenhängende Videos und die werden wahrscheinlich sehr, sehr geil werden. Ah, guck mal, da vorne hat man richtig schön Ruhrpott-Romantik. Schön mit den ganzen Rauchschwaden da. In der ganzen Industrie. Okay, du bist jetzt also ein Fußgänger, ist klar. Ich habe tatsächlich, habe ich mal so ein bisschen gepokert. Ich habe überhaupt nicht auf den Wetterbericht geguckt. Das heißt, es kann auch gut sein, dass gleich die Wolken über mir zusammenbrechen. Weil es kam natürlich, wie es kommen musste, das am Regnen. Weil es ist ja eh schon so ein bisschen wolkig. Aber ich vertraue jetzt einfach mal dem deutschen Wetter und hoffe mal, dass das nicht passiert. Das ist ja auch nochmal das nächste Thema. Ich will auf der Gixxer auf jeden Fall einen anderen Auspuff haben, weil ich habe momentan diesen beidseitigen Leo Winch Auspuff. Und den finde ich persönlich tatsächlich gar nicht so schön. Und da möchte ich den einseitigen Bodes haben, aber der ist ja bodeslos teuer. Nee, aber der kostet ja gebraucht. Wenn du Glück hast, kriegst du den gebraucht für 500, 600 und neu kostet der über 900. Und bisher war ich dafür immer zu geizig, aber der klingt echt sehr, sehr geil. Also er hat so eine krasse Klangfarbe. Da kann der Leo Winch von mir, oder was das ist, ich meine, das wäre Leo Winch, kann der überhaupt nicht mithalten. Deswegen muss ich gucken, dass ich recht zügig umsteige. Warum hier 30 ist, versteht auch keine Sau, ey. Hier ist gar nichts. Nix. Hier ist ja nicht mal ein Seniorenzentrum. Hier ist nix. Kein Kindergarten, kein Seniorenzentrum. Das ist eine sehr breite Straße mit kaum Kreuzungen. Selbst das hier, das ist ja eine vorfahrtsgeregelte Kreuzung. Warum ist hier 30? Dubi dubi duba, dubi dubi duba, dubi dubi duba. So, jetzt gleich fahren wir durch das schöne, fast abgerissene Werk. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was die damals hergestellt haben. Auf jeden Fall trägt es das immer weiter ab, aber das ist ein bisschen kurvig. Ich weiß noch nicht, warum hier schon wieder alle Leute Angst haben vom Fahren. Wir fahren hier mit 50 durch, Junge. Das ist Einparkgeschwindigkeit, ist der. Ja, und rein hier. Hat man hier überhaupt nicht die Möglichkeit, die Kurven schnell zu fahren, weil die halt 50 ist und ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Raser, der jetzt hier mit 90, 100 durchfährt. Ich bin 60 schon oder 65 schon recht viel. Deswegen immer gutes Vorbild sein, Freunde der Sonne. Damit wir nicht die asozialen Motorradfahrer sind, sondern die coolen, guten Motorradfahrer. Ja, hier ist dieses Werk, von dem ich gesprochen habe. Oh, da sieht man richtig viele abreißen. Hier standen tatsächlich mal Kühltürme und sowas. Also das ist auch schon alles weg. Ich kann mal gucken, ob ich das Maps-Bild noch finde. Dann blende ich das einmal ein. Ja, und das bauen die hier gerade ab. Und ich weiß halt nicht, was die hier damals gebaut haben. Aber es ist eigentlich immer ganz cool, hier durchzufahren, weil das halt so erschlagende Größe hat, wisst ihr? Wobei E-Scooter werden ja auch wirklich immer mehr, ne? Also ich weiß noch, so vor 4 Jahren, 5 Jahren kamen die ja. Dann dachte ich mir schon so, ah, ich weiß nicht, also irgendwie sind die nicht so geil. Ey, und die kommen ja aus dem Boden geschossen, ne? Als gäbe die im Angebot überall. Das ist wirklich unfassbar. Also man sieht ja in der Stadt fast nur noch E-Scooter. Es gibt diese ganzen E-Scooter-Verleihe, die richtig krass benutzt werden. Und ey, gefühlt 70% der Leute haben so ein Ding einfach. Und ich habe mir immer gesagt, ich sträube mich dagegen, so ein Ding zu kaufen, weil ich finde, das sieht richtig bescheuert aus, wenn man da drauf steht. Und ich weiß, ich denke mir so 25, dann kann ich ja locker mit dem Fahrrad fahren. Und dafür brauche ich nicht so ein komisches Elektromoped. Jo, moin, bitte. Ja, klar, selbst. Ja, aber ich fahre mal wieder. Was ist das denn für eine Möhre? Wild, das Ding ist ja fast umgefallen. Boah, ich habe echt überlegt, ob ich mich jetzt nach vorne mogel und einfach vor dem Mercedes fahre, aber ich denke mir jedes Mal, komm, so ein Assi bin ich dann doch nicht. Ah, die Dirtbike-Rampe hier ist weg. Ich bin auch in einem Video hier, weil der jetzt hier oben rechts verlinkt ist, bin ich ja mal vorbeigefahren, da war ja so ein riesen Erdeberg. Schau, wenn wir mit dem Dirtbike darüber fetzen, das wäre schon witzig. Da habe ich mir gesagt, wir mit dem Dirtbike da drüber, Alter. Alter!
Boah, Junge, das Ding ist so laut. Deswegen glaube ich auch, dass ich die Maschine niemals abgebe. Das ist mein erstes Motorrad. Der Auspuff ist richtig geil. Die hat eine schöne Klangkulisse. Der ist noch nicht so viel gelaufen. Da steht zwar jetzt 3000, aber ich habe einmal den Tacho gewechselt. Deswegen muss ich den quasi zurücksetzen. Die hat jetzt um die 30.000 gelaufen, ein bisschen mehr. Das ist ja gar nichts für so ein Motorrad. Ich habe die mit 16.000 gekauft. Mega geil, ehrlich. Ja, Freunde der gepflegten Unterhaltung, weil wir gleich da sind, würde ich mal ganz einfach sagen, ich melde mich gleich wieder, wenn ich wieder auf dem Rückweg bin. Bis gleich. So, Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir sind wieder da. Wir machen einmal eben ganz schnell das mit dem Anfahren und der Kupplung und dem Gas. Und dann verabschiede ich mich auch schon, weil es kam natürlich, wie es kommen musste, das am Regnen. Dementsprechend fahre ich jetzt einfach schnell nach Hause. Also, wenn ihr anfahrt, ist es natürlich wichtig, ich habe die Kupplung jetzt voll gezogen. Es gibt irgendwo einen Punkt, wo die anfängt zu schleifen, das ist bei mir hier. Wie ihr gesehen habt, da will sich mein Motorrad bewegen. So, wenn ihr diesen Punkt habt, könnt ihr theoretisch langsam die Kupplung komplett loslassen, dann seid ihr angefahren. Ne? Wenn ihr aber schneller anfahren wollt, müsst ihr schon gucken, dass ihr am Anfang ein bisschen Gas gebt. Ich sag mal, ich gehe jetzt mal so auf 2000, jetzt lasse ich, oder 4000, jetzt lasse ich die Kupplung kommen langsam und jetzt fahre ich halt mit Gas an. Problem dabei ist nur, man wird dabei, also das Gas geht quasi immer weniger, also die Drehzahl, die sinkt immer weiter. Dementsprechend ist das so beim Anfahren, dass man, wenn man ein bisschen schneller anfahren will, dass man die Kupplung dann kommen lässt und mit dem Gas wirklich so eine Bewegung macht. So, also muss man das Gas dann wirklich sehr, sehr gut dosieren. Das bedeutet, dass man die Kupplung langsam kommen lässt und simultan diese Bewegung macht. Und wie ihr merkt, jetzt bin ich schnell angefahren. Also es ist wirklich so. Ja, da war jetzt ein bisschen krass dargestellt. Aber wirklich, ich gebe ein bisschen Gas, damit ich ein bisschen Drehzahl habe. Dann lasse ich die Kupplung kommen. Und je mehr die kommt, desto mehr Gas gebe ich auch. Und so fährt man schnell das Motorrad an. Ja, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich habe gerade im Videoschnitt gesehen, dass ich den Kommentar ein bisschen falsch verstanden habe. Und zwar dachte ich, dass er möchte, dass ich auf das Anfahrverhalten eingehe. Aber er wollte ja, dass ich auf das Schaltverhalten während der Fahrt eingehe. Deswegen, das Anfahrverhalten habe ich jetzt mal drin gelassen. Aber das Schaltverhalten während der Fahrt ist ja auch interessant. Deswegen bin ich jetzt gerade auf dem Weg einfach zu einer offenen Autobahn, damit ich jetzt einmal kurz schnell demonstrieren kann. Ja, und dann wartet auch schon wieder von mir heute. Also, wir befinden uns jetzt auf der offenen Autobahn, wie man da sieht, 120 vorbei. Ich schalte jetzt extra mal zwei, drei Gänge runter, damit ich es einmal zeigen kann. Also, wir sind jetzt im dritten Gang. Wenn wir quasi durchbeschleunigen wollen und dabei schalten wollen, dann ist das wichtig, dass man beim Schalten auch wieder ein bisschen Gas gibt, wie beim Anfahren. Also, ich mache da mal kurz vor. So, also ich denke mal, man hatte gesehen jetzt, dass ich, was ich zeigen wollte. Also ich habe quasi beim Schalten, sobald ich eingekuppelt habe, einmal Gas weg. Dann habe ich geschaltet mit dem Fuß und dann habe ich wieder ein bisschen Gas gegeben und dann die Kupplung wieder kommen lassen. Hier muss man tatsächlich nicht so aufpassen, dass man die Kupplung lange kommen lässt, wie beim Anfahren, weil hier bist du ja schon im Fahren. Also du kannst theoretisch auch einfach, guck mal kurz hin. So, zack, dann ist jetzt mal einmal in sechsten geschaltet oder fünften, vierten, dritten, deswegen, das geht total schnell. Deswegen, also immer wenn du Gas geben willst und beim Beschleunigen schalten, dann immer ein bisschen Gas geben dabei, also so. Wenn du aber nur hochschalten willst, quasi du beschleunigst im dritten durch und willst dann einfach nur ganz schnell im sechsten, dann mache ich das immer so. Also du beschleunigst und dann mache ich einfach nur so. Eins, zwei, drei. Dann brauchst du Gas gar nicht. Weil das Ding ist, du bist meistens nicht so schnell, dass wenn du die Kupplung schnalzen lässt, dass dein Hinterrad dann Faxen macht. Also dass es blockiert oder ein bisschen schneller dreht. Wenn du runterschaltest, ist das was anderes. Beim Runterschalten würde ich immer gucken, dass du so ein bisschen minimal Gas gibst, damit du die Zahnräder so ein bisschen übereinander bekommst. Aber wenn du, wie gesagt, wenn du Gas gibst und einfach nur schalten willst, zum Beispiel ich gehe jetzt vom vierten in den sechsten, aber ohne Gas zu geben, dann mache ich einfach nur zack, zack und fertig. Also das ist eigentlich so die ganze Magie dahinter. Ja, und wenn du, wie gesagt, wenn du schnell beschleunigen willst, dann gehst du in den dritten, lädst einmal durch. Hopp, hopp, hopp. Ja, mehr ist da nicht, ne?
Das ist im Endeffekt die ganze Magie dahinter. Ich hoffe sehr, dass dir die Erklärung geholfen hat. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du die gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin auf jeden Fall dann in den nächsten Videos dann wieder für dich da. Deswegen gebe ich jetzt wieder zurück an den Crispy Rider von vor 7 Tagen. Das ist im Endeffekt, hört sich sehr, sehr schwierig an und auch sehr, sehr wissenschaftlich, ist aber tatsächlich total einfach. Das kriegt man irgendwann einfach total easy rein und dann macht man das wie aus dem FF. Ja, dementsprechend war es das wieder mit diesem Video. Ich bedanke mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Ich hoffe sehr, dass dir das Video gefallen hat. Falls ja, kannst du gerne ein Abo und ein Like da lassen. Das würde mich natürlich sehr freuen und sehr unterstützen. Wenn du möchtest, kannst du auch sehr gerne das Video teilen. Dann würde ich jetzt ehrlich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Crispy Rider. Ciao!